seid ihr ja schon. Hallo. Bin gleich soweit. Muss schnell noch ein paar Kartoffeln ausmachen. Oh, schaut mal hier. Super lecker. Oh, was eine tolle Ernte. Noch eine versteckt. Das reicht. Und da ist ein Kürbis gewachsen. Den nehmen wir uns auch mit. Das war ein bisschen klein, aber sehr schön. Was habe ich noch? Ich glaube, da hinten ist auch noch eine letzte kleine Zucchini. Genau. Sehr schön. Jetzt dürfte ich ja alles haben. Die Äpfel, die habe ich uns schon gepflückt. Jetzt schneide ich uns noch ein paar Blumen und dann kann es gleich losgehen. Macht ihr es euch schon mal gemütlich? Ich bin sofort da. Wir sehen uns in der Kirche. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, liebe Kinder, liebe Eltern. Heute feiern wir in der Kirche in Herzhausen. Und wir feiern hier einen besonderen Gottesdienst, Erntedankfest. Was ein ungewohntes Wort. Hört mal genau hin. Erntedank. Was steckt da drin? Erntedank. Ja, wir danken Gott für das, was wir geerntet haben. Wir danken heute Gott, dass wir genug zu essen und zu trinken haben. Aber zuallererst müssen wir Gott ja mal begrüßen. Hallo Gott, schön, dass du da bist und mit uns feierst. Und Gott freut sich, dass wir hier sind und mit ihm zusammen feiern. Alle miteinander. Und Gott ist mitten unter uns. So feiern wir unser Erntedankfest im Namen Gottes, weit wie der Himmel. Im Namen Jesu Christi, nah wie der Mensch und im Namen des Heiligen Geistes, verbunden miteinander. Amen. Ich habe euch heute mal ein vielleicht neues Lied mitgebracht, was zu unserem Thema passt. Du hast uns deine Welt geschenkt, den Himmel, die Erde. Du hast uns deine Welt geschenkt, Herr, wir danken dir. Vielleicht kennen es auch manche, dann könnt ihr natürlich gleich mit mir zusammen singen. Du hast uns deine Welt geschenkt, den Himmel, die Erde. Du hast uns deine Welt geschenkt, Herr, wir danken dir. Und alle zusammen. Du hast uns deine Welt geschenkt. Das singen wir gleich nochmal im Gottesdienst. Ich bete mit uns. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Amen. Wir haben heute hier ganz viele schöne Sachen. Schaut mal da drüben in der Ecke. Oh, so viel zum Essen. Lauter tolle Lebensmittel und Gemüse und Obst, was im Garten geerntet wurde.
Das alles ist hier von Herzhäusern gespendet. Die spenden das an die Biedenköpfer Tafel. Und die wiederum verteilen das, schenken das an Menschen, die sich darüber sehr freuen. Ich finde, das ist eine ganz großartige Idee. Und jetzt guckt euch mal den Altar an, wie der für diesen Gottesdienst heute so wunderschön geschmückt ist. Hoch, was denn das? Schaut mal dahin. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Das darf doch nicht wahr sein. Lotta! Mist, jetzt hat sie mich entdeckt. Wie, jetzt habe ich dich entdeckt, Lotta? Natürlich habe ich dich entdeckt. Wolltest du dich verstecken? Ja, sicher. Hier zwischen dem leckeren Gemüse. Ja, warum denn das? Oh Mann, du stehst ja wieder voll auf dem Schlauch. Ja, eben weil's so lecker ist. Jetzt sei mal nicht so frech, Lotta. Guten Appetit. Wie guten Appetit, Lotta? Wir essen doch das jetzt nicht. Natürlich essen wir das jetzt. Hier, probier mal. Eine Kartoffel. Ih, die schmeckt ja gar nichts. Lotta, Kartoffeln, die muss man doch kochen. Das weiß jedes Kind. Dann nehme ich eben einen Apfel. Nein, Lotta, lass das liegen jetzt. Es wird nichts gegessen. Kapiert? Wie kapiert? Nix kapiert. Was soll das denn dann hier mit dem schön gedeckten Tisch? Lotta, wir feiern heute Erntedank. Wir bringen Gott das, was wir geerntet haben. Damit der das dann alles alleine essen kann, oder was? Nein, Lotta, das ist ein Zeichen der Dankbarkeit. Wir sagen Gott Danke. Danke Gott für das Essen, das wir in unseren Gärten und auf den Feldern ernten können. Aber dann müssen wir auch der Ilona danken, denn die hat dem Gott ja ganz schön geholfen, das hier alles aufzubauen. Ja, gute Idee, Lotta. Danke, Ilona. Und du meinst jetzt wirklich, ich dürfte nicht nur so ein kleines bisschen davon naschen? Nein, Lotta, jetzt nicht. Aber vielleicht nach dem Gottesdienst. Wir können uns ja eine leckere Gemüsesuppe kochen. Oh ja, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt singen wir erst noch mal unser Lied, Du hast uns deine Welt geschenkt. Suche ich jetzt einen schönen Platz für die Lotta, natürlich nicht mehr hier in dem Obst und Gemüse. Ach, ich kann sie ja in den Kartoffelkorb setzen, oder? Schau mal, ob das hier passt. Ah, wunderbar. Jetzt singen wir, du hast uns deine Welt geschenkt, die Sonne, den Regen. Denn ohne Sonne und ohne Regen können wir nichts ernten, denn dann wächst das Gemüse nicht. Du hast uns deine Welt geschenkt, die Sonne, den Regen. Du hast uns deine Welt geschenkt. Ja, uns geht es gut. Wir haben genug zu essen und zu trinken. Nicht allen Menschen auf der Welt geht es so gut. Das dürfen, das wollen wir nicht vergessen. Heute danken wir Gott, dass er alles so reichlich hat wachsen lassen. Wir schauen uns manches mal genauer an. Es gibt unsere Sonne. Könnte sich die Sonne Gedanken machen, würde sie wohl so denken, ich bin die Sonne, ich schenke allen Menschen, Tieren und Pflanzen mein Licht, alle freuen sich über meine Wärme, darum danken wir. Danke, guter Gott, für die Sonne. Es gibt das Wasser.
Könnte sich das Wasser Gedanken machen, würde es wohl so denken. Ich bin das Wasser aus der Quelle, das in der Hitze kühlt. Ich regne auf die Erde und erfrische alle Pflanzen. Im Sommer springen viele Kinder in mir herum und schwimmen. Darum danken wir. Danke, guter Gott, für das Wasser. Es gibt die Blumen. Könnte sich die Blume Gedanken machen, würde sie wohl so denken. Ich bin die Blume. Ich habe von kostbarem Wasser getrunken. Alle bewundern mich, manche riechen an mir. Die Menschen schmücken mit mir ihre Tische und manchmal auch die Kirchen, wenn sie ein schönes Fest feiern. Darum danken wir. Danke, guter Gott, für die Blumen. Es gibt die Erde. Könnte sich die Erde, der Ackerboden, Gedanken machen, würde er wohl so denken. Ich bin die Erde, der Ackerboden, aus dem alle Pflanzen und Bäume wachsen. In mir ist ein großes Geheimnis, ja, die Kraft. Denn ich habe das Geheimnis des Wachsens, des Wachstums in mir, das Gott mir geschenkt hat. Ich bin stolz, dass aus mir riesengroße Bäume wachsen, an denen dann wieder viele Früchte hängen. Darum danken wir. Danke, guter Gott, für die Erde, den Ackerboden. Es gibt die Tomate. Könnte sich die Tomate Gedanken machen, würde sie wohl so denken. Ich bin eine Tomate, die auf dem Ackerboden gewachsen ist. Alle Kinder haben mich gern, wenn ich fein zerquetscht bin, wie eine Soße. Dann nennen sie mich Ketchup. Darum danken wir. Danke, guter Gott, für die Tomate. Es gibt die Kartoffel. Könnte sich die Kartoffel Gedanken machen, dann würde sie wohl so denken. Ich bin eine Kartoffel. Für die Leute in den nördlichen Ländern bin ich ein wichtiges Nahrungsmittel. Ganz besonders gern essen mich die Kinder, wenn ich in Streifen oder in dünne Scheiben geschnitten bin. Dann nennen sie mich Pommes oder Chips. Darum danken wir. Danke, guter Gott, für die Kartoffel. Es gibt das Brot. Könnte sich das Brot Gedanken machen, würde es wohl so denken. Ich bin das Brot, das ihr täglich esst. Wenn mich eine Mama oder ein Papa mit Butter oder Marmelade beschmiert, dann schmecke ich besonders lecker. Darum danken wir. Danke, guter Gott, für das Brot. Ja, danke Gott, dass du uns so gut versorgst. Amen. Lasst uns beten. Lieber Gott, du hast uns reich beschenkt mit den Früchten aus dem Garten und vom Feld. Wir bitten dich, mach alle Kinder satt, satt an Essen, aber auch satt an Liebe und Glück. Gib uns offene Augen, damit wir sehen, wo andere nicht genug haben und wir teilen und helfen können. Begleite du uns auf unserem Weg. Amen. Wir singen unser Abschlusslied miteinander. Dazu dürft ihr alle aufstehen. Vom Anfang bis zum Ende. Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dir. Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort gebrochen. Glaube mir, ich bin bei dir, immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Das gilt für immer
und überall, immer und überall, immer bin ich da. Wir bitten Gott um seinen Segen. Gott segne und behüte uns, heute und an allen Tagen unseres Lebens. Amen. Jetzt schauen wir noch mal zur Lotta. Na, jetzt sitzt sie aber immer noch schön brav im Kartoffelkorb. Na, jetzt haben wir aber genug gedankt, finde ich. Gibt's jetzt Essen? Zuerst müssen wir ja noch kochen, Lotta. Oh, kannst du das vielleicht machen? Ja, das kann ich tun. Aber du kannst mir ja beim Schnippeln helfen. Na gut, das mache ich. Danke, Lotta. Danke, Kerstin. Danke, dass ihr mit uns gefeiert habt. Danke kann man eigentlich nie genug sagen. Das stimmt, Lotta. Nun sagen wir Tschüss. Und im November gibt es den nächsten Gottesdienst mit Lotta und mir. Da freuen wir uns heute schon drauf. Und bis dahin, B-A-G. Bleibt alle gesund.